Cube-like Room possible. Was ist ein Cube, ey? Was ist schon wieder hier los? Okay, gehen wir erstmal die Räume abklappern. Taschenlampenvorrichtung collected. Wow, okay. Für die Armbrust. Safe in Cube. Trotzdem alles sehr seltsam hier. Der war noch eine Knarre rum. Virginia, ich brauch dich! Ja, ich kann jetzt hier schlecht aufhören. Ich bin mitten im Gebiet drin. Ich muss ja erst hier rauskommen. Ich glaube nicht, dass das so riesig hier ist. Jetzt habe ich Resident Evil Vibes. Ja, ich bin das pure Waffenarsenal jetzt.
Habe ich das jetzt eingesammelt oder nicht? Scheiße, jetzt konnte ich es mir gar nicht angucken. Aber wir müssen es collected haben, oder? Scheiße. Ja, Mosi bannen wir sowieso, das ist ja wohl klar. Ich habe auch diesen Schlafanzug, sehe ich gerade. Super, jetzt sehe ich nicht, wo das ist. Ja, die E-Mail ist überhaupt gespeichert, wenn ja, habe ich nicht gefunden im Rucksack. Ich weiß es nicht, aber er hat sich das auf jeden Fall eingesteckt. Habe ich jetzt schon wieder eingesammelt? I don't know. Ich sammle nur noch irgendwas ein. Ich blicke hier nicht mehr durch. Ist einfach alles nur noch voll hier. Das ist einfach nur mal alles voll hier. Hey, wo ist denn das? I have managed to find both the clubs and the golf balls. So, Babys, jetzt gibt's auf die Fresse! Oh mein Gott. Ich werde jetzt Golf spielen. Was war das? Es lag hier auf dem Boden, hier so, bei dem Typen, im Gesicht drin. Alter, wie viel ist denn hier bitte jetzt? Ach du Scheiße. Okay, hier ist zu. Die zweite Ebene hier. Ja, Munition nehme ich gerne. Ich weiß nicht, warum da ein Schädel drin ist. Vergammelter Fisch. Das ist voll cool hier, so überall diese ganzen Räume und... Das ist einfach so surreal. So die Kannibalen und... ganze Natur und einfach dieses schroffe und hier unten eingerichtete Zimmer und ja. Was lag bei dem Typen Gesicht so in dieser Sand? Ja, ist doch so.
machst du da? Alter Junge. Ich häng fest. Ich kann nichts machen. Ernsthaft jetzt? Ich kann nichts machen. Oh, fick dich, Spiel jetzt. Ganz ehrlich. Was war das für eine Scheiße? Der Golfschläger ist voll verbuggt. Gute Nacht, Reno. Das war ja gerade eklig. Diesen kann man nicht aufrufen, musst du mitschreiben. Ja toll, konnte ich nicht aufschreiben, weil ich wurde angegriffen. Da muss ich mir das im Internet raussuchen. Da waren irgendwelche Symbole drauf. Ja, kann man ja schon mal raussuchen vielleicht und mir das im Mod-Channel schicken oder so, weil... Ja. Jetzt mal... Ja, das ist jetzt meine neue Lieblingswaffe. Yep. Darauf erstmal einen Schluck. Auf welchen Platz mache ich die nur? Ich habe keine Slots mehr frei. Das war zwei war das. Haftenkorb, Sahara Therapeutics. Also die gehören irgendwie zusammen oder was, okay? Was auch immer. Ich mag Schnee. Ach, Brownie. Ich perle dieser für den Katana. Ich will auch nicht wissen, was hier in dem Spiel alles ist. Also gut, dass du nichts gesagt hast. Danke, Chloe, ich sehe es gerade. Dritte Ebene. Ist aber kaputt alles. Oh, der wurde zermatscht. Autsch. Sag mal, wie weit gehe ich hier gerade runter? Yeah.
Die Hölle ist jetzt da, oder was? Deep Sleep. Das brauche ich. Die Musik ist cool. De. Das sind diese Masken, was die komischen Typen tragen. Die Kannibalen. What the fuck? Warum? Okay. Seltsam hier. Also hier wurden eindeutig dann Experimente gemacht. Interessant. Ich glaube, die Macher von Forest Home-Spielen haben sich ganz klar von Dead Space inspirieren lassen. Würde mich nicht wundern, ja. Okay. Aber wer ist die Tante da war und dieser ältere Herr, der angegriffen wurde und der jüngere? Aber warum wurde es das so deutlich gemacht mit Sohn? Man sollte ja auf jeden Fall wissen, dass die beiden zusammengehören und verwandt miteinander sind. Ich weiß es gerade nicht. Wer das war. Wenn es irgendwas von Teil 1 ist, ist der Sohn, den wir gesucht haben. Aus dem Game. Das ist aber nicht der Vater jetzt von Virginia, oder? Weil da stand jetzt nicht, dass sie einen Bruder oder so hat. Ich bin verwirrt.
Ja, Chloe. Oh Gott, Alter, ich sehe gerade nichts und ich falle hier fast in den Tod. Das ergibt aber keinen Sinn. Das da stand nirgends, dass Virginia auch noch einen Bruder hat. Der müsste ja dann auch mit bei sein. Als vermisste Person. Er wird ja bestimmt, hätte dann auch da sein sollen und so. Ach, keine Ahnung. Das war der, glaube ich, nicht. Ich habe eher das Gefühl, das ist eine Anspielung auf den ersten Teil. Aber ich weiß es nicht. Ich gehe ja schon. Ich muss hier irgendwo speichern. Finde ich vielleicht noch raus. Ja, das ist sowieso. Ist gerade so spannend mit den ganzen Keycards und so. Ich kann mich an Teil 1 gar nicht mehr so genau an die Story erinnern. Wir haben ja unseren Sohn gesucht, ne? Nach dem Flugzeugabsturz. Was ist, wenn die das, wenn die beide das sind? Dass sie halt älter geworden sind und... War der Junge nicht sogar eigentlich noch ein Kind? Jetzt ist er erwachsen, vielleicht gehört das zusammen. Da habe ich auch Antworten, was ich gehört habe, wer der Spiegelfolge ist. Ja, darauf kann ich eine Antwort geben. Es scheint schon in die Richtung zu gehen, die ich vermute. Vielleicht, ja, ihr könnt antworten. Weil man muss ja sowieso in Forest viel spekulieren und alles und bei vielen Sachen. Und das kam mir jetzt schon so komisch vor, dass sie sagt, Sun und... Das könnte eine Anspielung sein. Dass sie dann irgendwie weitermachen und weiter überleben und... Spinny has left the building. Jetzt rennt sie auf den Balkon rum. Oh Gott. Spinny war da. Die spinnt doch wohl. Der Alte war die Spielfigur aus dem ersten Teil, der Junge ist der Sohn. Also Tatsache. Ich habe gehört, dass die Spielfigur der Sohn aus dem ersten ist, den man gesucht hat. Oh, geil. Okay, das ist cool. Wir haben es schon gelöst. Perfekt. Sehr cool. Easy peasy. Das kam mir halt so komisch vor, weil die sind da auf einmal und dann Sun und man hat nirgends so Infos eigentlich gehabt. Eigentlich cool. Das ist nice. Das finde ich cool. Das ist jetzt einfach erwachsen. Der kleine Pisser. Wenn es im ersten Teil so viel Schwierigkeiten gemacht hat. Drecksack. Diese Strapazen, die wir auf uns nehmen mussten, um ihn zu suchen. Nee. Nee. Das war Virginias Karte, ne? Ich muss Virginia jetzt gucken. Es tut mir leid. Aber ich will jetzt wissen, was mit Virginia ist. Nee, das muss ich jetzt wissen. Virginias ID-Card Schilmer-Spiel. Spiel! Ich will ja nur gucken!
So, ein Plüschhäschen. What the fuck? Okay, das ist dezent creepy. Das ist dezent creepy. Gute Nacht, Thor. Benny loves you. Benny will knuddeln. Knuddel, Benny. Das ist Virginias Raum. Die hat doch so Ballettbewegungen gemacht. Das ist Virginias Raum. In dem Bett hat sie geschlafen. Und wir jetzt auch. Zimmer ist aber richtig so clean und leer. Ja klar hat Stefan sich den abgespeichert, das ist sein Lieblingsclip. Danke für den Follow. Genius Raum. Aber jetzt erfahre ich hier auch nichts. Hier ist nichts. Überall solche, das sind diese komischen Cubes, wovon die ganze Zeit geredet wird. Okay. Das nimmt jetzt ganz andere Ausmaße hier an. Ich habe ein paar Lieblingsclips hier. Freut mich. Erstmal alle löschen. Ich habe gerade hier so Lovecraft-Feelings irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist ganz weird. Auch über die gleichen Bilder gefühlt. Da fehlt eins. Das Einzige, was jetzt hier fehlt an der Wand, ne? Und hier ist nichts. Hä? Muss mir jetzt erzählen, mehr kommt hier nicht. Oh, doch hier. Ah, neue Clip-Videos. Ja, gib mir Zeit. Oh.
Hab schon genug Klamotten. Da hängt einer. Buch gerettet. Oh lol. Wie geil ist das denn? Das ist ja richtig geil. Survival! Der Survival-Expert Eric LeBlanc. Das ist sehr cool. Warum sind hier Granaten? What the fuck? Virginia, warum sind hier unten Granaten? Arbeite die einfach von Datum her ab. Und welche halt passen und welche halt auch wirklich witzig sind, weil es gibt ja auch Clips, die sind halt so, ja. Kannst du nicht viel mit anfangen in einem Clip-Video. Das ist so beruhigend. Sowas kann ich mir gerne anschauen, aber wenn ich jetzt da in dem Meer drin wäre, dann Panik hochziehen. Virginias Kleiderschrank. Ey, keine Ahnung, sie hatte ja ihren Raum, aber... Was zur Hölle, ey? Ist das hier so ein Relax-Zentrum oder... Du kannst ja einfach in dem Bett hier liegen, okay? Sechse Dipper? Ja, sechse Dipper vergesse ich nie. Crosses burn demons. What the fuck? Okay. Muss ich jetzt hier so langlaufen? Werden jetzt Demons geburnt? Wahrscheinlich gehe ich gleich in Flammen auf. Okay. Da gehe ich mal noch nicht rein. Die ist jetzt aber hier nicht gewesen, ne? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich gehe ja gleich in dieses komische Loch da rein. Ich hoffe, ich habe hier nichts verpasst. Das komische Loch. Ja, das da hinter der Wand.
Das hier. Bitte was? Sag mir jetzt nicht, ich brauche eine Hand. Oh, ich hab einen Arm. Der ist zwar geguckt, aber egal. Virginia, ich brauche mal den Arm. Ich muss ihn dir leider abhacken, aber dann hast du normal wieder zwei. Okay. Kann ich das hier drin finden oder nicht? Scheiße. Weiß das jemand? Kann ich das hier drin finden? Ja oder nein? Ich muss es bestimmt woanders suchen. Was auch immer. Da muss bestimmt eine Hand rein. Also so ein ganzer Arm. Virginia, ich will deinen Arm! Komm her! Im Bunker warst du sogar schon. Es waren viele Bunker. Keine Ahnung. Ach, scheiße. Also muss ich ganz woanders wieder hin. Also nicht mehr heute, aber... Finde ich ja jetzt doof. Goldene Rüstung? Nee. Ich hab das hier. Eine Goldmaske habe ich. Da habe ich irgendwas verpasst, ja. Übersehen. Katana-Bunker muss noch was einsammeln. Ich weiß gar nicht, wo der war. Scheiße. Katana-Bunker. Das war der letzte, in dem wir drin waren, ne? Der letzte Punkt. Also ich mache das jetzt nicht, aber damit ich schon mal weiß. Ich glaube, eins, zwei da runter, oder? Beim nächsten Mal? Ja? Ich muss jetzt erstmal wieder hier rausfinden. Aufregend hier gerade. Da habe ich doch irgendwas verpasst. Scheiße! Ich schaue mich schon so gründlich um, aber das ist halt an so vielen Stellen so dunkel. Ja, die Bunker sind echt spannend. Vor allen Dingen, weil das hier auch alles in ganz anderen... Es läuft irgendwie alles in einer ganz anderen Richtung. Mit den Cube und Artefakte und was weiß ich, was sie für einen Schaden hier haben. So, welcher Punkt war das jetzt? Da, wo der grüne ist oder der rechte? Scheiße, ich weiß es nicht. Warte mal, wir sind so gelaufen. Da, wo der grüne Punkt ist, ne?
Also diese grüne Markierung da schräg oben. Oder? Machst du nach der Story eigentlich weiter? Ja, ich muss ja mein Haus weiterbauen. Klar. War das in die Richtung? Ich will nur dann davor speichern, dass ich dann weiß, dass ich da nochmal rein muss. Ja? Okay, da wo das Katana drin war. Gut, dann laufe ich da nochmal hin, speichere davor und dann weiß ich, dass ich das da nochmal rein muss. Dann habe ich fürs nächste Mal noch einiges zu tun. Auch wenn ich sehr neugierig bin. Aber ich überziehe gerade ganz schön. Wann ist das nächste Mal? Das ist jetzt die gute Frage. Also Freitag machen wir erstmal Hogwarts weiter. Wir können ja Hälfte-Hälfte machen. Ein bisschen Hogwarts und ein bisschen Forest. Ich glaube, mit Hogwarts werde ich niemals fertig, weil wir es die ganze Zeit immer splitten. Sag nicht, wo es liegt, nur dass es ein Katana-Bunker ist. Ja, das ist schon okay. Bevor ich jetzt hier ewig weiter rumsuche, ich hätte eh gefragt, wo, was ich jetzt dafür brauche. Dann habe ich da einfach was übersehen, so eine Kacke. Aber passiert. Harris catcht hart. Ja. Aber selbst wenn wir die Story dann fertig haben, ich spiele halt auch weiter. Warte auch noch auf die Updates und so. Ja, das macht ja auch Spaß. Ja, das weiß ich, Chloe. Ich wusste nur nicht mehr, an welcher Punkt das jetzt hier war. Ja, der Schnappsack kommt am Freitag. Da. Oh, das ist ja sehr weit oben hier. Ja, mal gucken, was noch kommt. Vielleicht kommt storymäßig ja noch was. Bestimmt. 100 pro. Das wird nicht alles gewesen sein. Dann, weil es soll ja ziemlich kurz und knapp sein. Das dauert halt nur so lange wegen dem ganzen Gesuch und hin und her laufen und da muss nochmal hin und da. Und das selber erkunden alles. Ich meine, wie lange habe ich gebraucht, um diese scheiß Schaufel zu finden? Ich will nichts annehmen, wie lange ich schlafe oder nicht. Ich will es ja ausprobieren, ob ich einpenne. Ich will jetzt nicht warten oder das einfach auslassen, weil es ja sein könnte, dass ich vielleicht nicht einschlafe. Das, so fange ich jetzt gar nicht erst an. Ich muss ins Bett und muss probieren. Katana, Schlitzen! Schlitz, Schlitz! Ey! Boah, es schneidet wie Butter, geil. Schau, ob ich den Schnapsack für mich kaufen kann. Wenn man den kaufen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich habe fast 69 Stunden Forest 2 verbracht. Geil, ich bin auch auf dem Weg zu 69 Stunden. Sehr gut. Ich hatte vorhin 61 oder so. Oder 62, ich weiß es nicht. Warum vibriert schon wieder mein Handgelenk? Ja, Mosi, kennst du nicht die Butter, die schneidet? Da, welchen Mond liebst du denn? Mensch, 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 ey.
Wie kannst du das nicht kennen? Dann können wir uns gegenseitig die 69 um die Ohren hauen. Ja! Ich hätte mir aber Virginias Raum ein bisschen anders vorgestellt. Also ja, so mit Ballett und alles. So ihr Ding anscheinend. Ich hätte gerne noch so mehr persönliche Sachen oder so gehabt, dass man vielleicht ein bisschen so sieht, wie sie vielleicht gelebt hat oder ob sie immer so drei Arme und Beine hat. Ja, sorry, ich schäme mich ja schon. Ja, ja. Mensch. Man kann ja mit Wasser auch schneiden. Also kann man mit geschmolzener Butter auch schneiden. Oh, jetzt kann ich hier nicht speichern, weil die Gegner sind ernsthaft. Ihr wollt es mir aber auch jetzt vermiesen, ne? Oh, geil. Dieser Stich rein. Slitzy! Wo war der Eingang jetzt? Kann ich da vorne mischen? Kann ich wahrscheinlich nicht, weil hier überall Gegner sind. Viele Waffen gesammelt und Story gehabt, war sehr erfolgreich heute. Oh ja, wir haben einiges geschafft. So, ist es jetzt da unten, da wo dieser andere Pisser ist? Ja, da ist das, warte. Ja! Perfekt. So, hier ist die Höhle. Zack. Dann bauen wir das mal hier hin. Ja, hängen wieder.